Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Jetzt gibt's das nächste Spiel von der RG Crew. Nachdem Rot Purgatory Hill damals so geil war, dachte ich mir, ich probiere mal ein paar andere Spiele von denen aus. Und letztens hatten wir schon mal eins. Es war leider nicht ganz so gut. Aber One of Them. Das hatten wir. Aber mal sehen, wie dieses hier wird. Ich finde das jetzt schon mal ein sehr ausgefallenes Intro. Und ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß beim Anschauen. I love symmetry. Ich auch, Mann. Jeder liebt Symmetrie. I'm not sure exactly why, but I've loved it since I was a kid. Most children are messy and forgetful of their things. Not me. I knew everything had its place, and in my room, everything was right where it belonged. Ja, man kann's my auch übertreiben. Parents didn't have it. My grandparents didn't have it either. Not a single person in my family had it. I started referring to it as it, because I truly believe it's a thing inside me. It's a need, a desire, a longing to be perfect, perfect on both sides. Ich finde diesen Einstieg irgendwie gerade sehr interessant. Also es catcht mich auf jeden Fall. Das könnte hier was sehr Interessantes werden. Wow, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich meine, das ist auch ein relativ altes Game. Und eben halt schwerst Indie. Aber die holen hier mal wieder was richtig Gutes raus. Ich muss da nochmal drauf eingehen, diese Philosophie, was er da meinte, von wegen, ja, ich mag das, ich mag Symmetrie in allen Punkten und sowas. Das ist wie ein Zwang in mir drinne. Ich will da perfekt werden in allen Punkten. Ich glaube, das ist auch so gemeint, wenn er hier was Gutes macht, muss er gleichzeitig auch was richtig Böses machen. Wenn er ein Leben rettet, muss er ein Leben nehmen, damit alles in perfekter Symmetrie bleibt. In ihm selber und so auch. As an adult, I'm at a point where I can't live my life normally. I can't keep a job. Men don't stay with me because they can't handle it. Honestly, I don't even care when they leave. They're messier and make things difficult. They roll over to my side of the bed instead of staying on their own. They leave dishes in one side of the sink, but not the other. I can't work anymore, so when they leave for the day, I have to stay home and fix everything. It's a relief when they leave for good. That feeling never lasts though. Eventually, it comes back and finds something else that needs fixing. You may be asking why should I seek out relationships to begin with, if I can't stand them. Well, it's hard for me to sleep in the middle of the bed all night without moving. Boah, ja, der hat echt ein Problem, der Typ, ey. Aber eine Sache frage ich mich jetzt. Er achtet so hart auf Symmetrie, dass er sogar eigentlich immer in der Mitte des Bettes liegt in der Nacht und auch versucht, sich dabei nicht zu bewegen, während er schläft. Aber wie kommt er denn so klar mit drei Kissen? Es müssen doch denn eigentlich vier sein, irgendwie. Perfekt symmetrisch irgendwie. Und wenn er so einen Tick hat, dass alles immer perfekt symmetrisch liegen muss, wer macht denn hier dieses Chaos? Wer macht denn hier, während er schläft, schiebt die Bücher wieder so zurecht und so? Guck mal hier. Furchtbar. Grausam. Das muss so liegen. Unglaublich, von der Monk. Aber wer macht denn das? Ich will jetzt erstmal in die Küche gucken. Okay, ich kann nicht sprinten oder so. Ich denke mal auch, das wird hier wieder nur so eine kurze Experience. Oh mein Gott.
Wie sieht's denn hier aus? Wie bei den Hottentotten. Darf man sowas noch sagen? Egal, scheiße, ich sag's. Ich weiß nicht mal, wer die Hottentotten überhaupt waren. Das war zu erwähnt, Alter. Sehr gut. Oh. Den Frieden. Oh mein Gott! Wir sind eine Frau? Nein, doch. Es ist natürlich wegen der Stimme, die die ganze Zeit diese Sachen erzählt, ist das gerade so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und guck mal, wir haben diese Augenstörung. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich finde das aber tatsächlich sehr interessant bei Menschen. Ich finde, das sieht echt cool aus. Also, vielleicht trägt sie auch einfach nur Kontaktlinsen. Guck mal, wie sich ihr Kopf gar nicht bewegt. Nein, aber wenigstens, ey, meine Fresse, jetzt hör auf zu meckern mit. Wir haben ein Spiegelbild in so einem Gratis-Game. Was ist das? Moment. Das kann so nicht stehen. Das kann so nicht stehen! Sehr gut. Beat it! Wer macht das denn? Echt? Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das lesen kann. Für mich lag das völlig korrekt so. Oh mein Gott! Wer kann so leben? Nein! Es ist nicht symmetrisch! Echt so. Okay. Mal, wir müssen hier auch immer mehr ins Detail gehen. Das kann so nicht sein. Jetzt muss ich hier meinen Monk rauslassen. Das geht gar nicht. Die Bücher. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, stehen überall gleich viele. Aber das hier ist ein Schandfleck für meine Augen. Ich werde nie wieder ruhig schlafen können, wenn dieses Buch so steht. So, Leute, lasst das Feng Shui dieses Raums auf euch wirken. Was stört noch irgendwas? Nee, ich finde, dieser Raum ist perfekt. Wohl. Nur um mal zu beweisen, dass ich ein größerer Monk bin als der Typ in diesem Spiel. Mich würde das stören, dass dieser Stuhl tendenziell zu weit vorne steht. Seht ihr das? Die Fuge? Wie die Fuge läuft? Nein, der Stuhl steht falsch! Ich muss ihn unter den Tisch schieben. Geht nicht. Ich kann's nicht spielen. Ich kann's nicht durchspielen. Das Fugenbild. Es passt nicht, der Stuhl. Nein. Okay, ich gehe zu sehr ins Detail. Nein. Das muss in der Mitte. Nein, das muss in der Mitte liegen. Ich sag's euch, ich bin der viel größere Monk. Müssen wir meine Wohnung sehen. Are you serious? Nein. Nein, ihr müsst nicht meine Wohnung sehen. Es sieht nicht so aus wie hier. Aber nur, weil ich mehr Selbstbeherrschung habe und einfach ab und zu mal drauf scheiße. Das ist so falsch. Ist das genau in der Mitte? Aber stellt euch mal vor, ihr habt so einen Tick. Wenn bei euch in der einen Ecke des Raums so ein Tisch, so ein Sessel, so eine Lampe und so ein Hocker steht, muss das auch genau so
auf der anderen Seite stehen. Hier auch. Moment. Aber der Raum hier ist anders. Der Raum hier ist anders. Er hat zwei verschiedene Setups hier. Wie kommt er denn damit klar? Jeder Raum sonst ist symmetrisch aufgebaut. Und stellt euch mal vor, ihr habt unten im Keller eine Waschmaschine. Und ihr müsst einfach in die andere Ecke noch eine stellen. Auch wenn ihr sie niemals braucht. Einfach nur, damit es symmetrisch ist. So, wir müssen hier die Kissen. Die Kissen. Hä? Die Lampe stand doch gut. Ah nee, weil die hier auch so nach da zeigt. Aber ich hätte eher die hier gedreht. Hä? Was ist denn dahinter? Also das Bett hier müsste ich doch eigentlich fixen, ey. Guck doch mal, wie das Bett aussieht. Das ist ja sehr ungeheuerlich. Nein, ich seh's. Ich sehe noch einen Fehler. Da. Kann ich mich nicht ducken oder sowas? Ja, weil hier ist es ausgeklappt. Und hier ist es nämlich nicht ausgeklappt. Das ist nicht symmetrisch. Egal, ich ignoriere es jetzt einfach erstmal. Aber ich muss den Entwickler schreiben, dass sie dann ein bisschen nachlässig waren. Wenn man das jetzt einfach ignorieren kann. Weil hier, guckt euch das hier an. Was ist hier los? Das muss ich unbedingt fixen. Other than the relationship problem, my life is pretty much in order. I say pretty much because there is one last issue that must be dealt with. Okay, es gibt noch eine Sache. Dem ist fast gut, es gibt nur eine Sache, um die er sich kümmern muss. Approach the mirror. Ja, Leute, was soll ich sagen? Er hier ist lange nicht so ein Monk, wie er denkt. Und bildet sich ganz schön was hier auf seine komischen Pseudostörungen ein. Also in dem Chaos hier, es geht alles so nicht. Okay, jetzt approach the mirror. Oh nein. Nein. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Die Augen sind nicht symmetrisch. Sie müssen raus. You see, I have what's called heterochromia iridium, or two different colored irises. Genau, das, ich wollte so sagen. My right eye has cornflower blue, my left pale green. Ja, hol dir Kontaktlinsen. My parents have cornflower blue eyes, my siblings and cousins as well. My green eye is the broken one, it makes me unbalanced. Du bist aber genauso wenig symmetrisch, wenn du dir ein Auge entfernst. Go to bed, okay. Ich will aber noch ein bisschen Mucke hören. Und jetzt? Naja, war ja ganz nett. Ich weiß doch gar nicht, die Spiele von der RG-Crew kriegt man auch gar nicht auf Itch.io. Ich glaube, das hier habe ich auch von Game Yolt oder Indie DB.
eins von beiden. Ja, wie du jetzt ruhig schlafen kannst hier mit dem ausgeklappten Teil da und mit diesem Kissen-Chaos. Eigentlich nur ein Kissen genau in der Mitte. Das wär's. Ein Kissen in der Mitte. Oder zwei. Eins links, eins rechts. Oder vier. Alles andere geht nicht. Drei ist eine ungerade Zahl. Das geht nie symmetrisch. Approach to the mirror. Approach the mirror. Oh mein Gott! Wenn... Und ich kann das jetzt einfach so ignorieren. Ich sag doch, ihre Komplexe sind nur halb so schlimm, wie sie dachte. Wollten die hier nicht aufs Ganze gehen oder wollten sie den Spieler nicht zu sehr nerven, dass man das immer wieder macht? Ja. Hier haben wir Bücher über Augen. Eine Schere. Auf der anderen Seite muss auch eine Schere drinne stecken. Ich drehe hier durch. Mich juckt schon überall, Mann. Ich muss hier aufräumen. Bye bye, Schandfleck. Every time I look at myself in the mirror, it stares right back at me. It's all I think about now. Everything is in its right place, except my green little mistake. Hast du dir mal die Wohnung angeguckt? Ist es nicht, ey. Take a spoon. Nimm einen Löffel. Na, zeigen sie's? Gehen sie aufs Ganze? Wird's gory? Wird's blutig? Kuh? Ja, hau rein. Wollen wir das jetzt sehen? E? Warum Quicktime? Warum reißen sie dann hier mit dem Quicktime-Event aus der Atmosphäre raus? Besser so, oder was? It first when I dug the spoon up in my eye. It didn't even hurt when it popped out and it was hanging by my cheek. Was it shock that was keeping the pain away, or was it it? Nimm die Schere. Ja, das Auge ist leider nur rausgeploppt, hängt aber noch an den Strängen, an den Sehnerven. Sie wundert sich eben halt, warum sie überhaupt noch so ruhig bleiben kann. Fix das Auge. I snipped the optic nerve and blotted the warm fluid that was streaming down my face. Die Silent Hill Musik. Silent Hill 2. Okay, du sich sauber machen und nee, einfach nur ins Bett. Okay, ja, das Normalste von der Welt. Ja, okay, ich erkenne so ein, zwei kleine Logikfehler hier. Und die Silent Hill Mucke reißt mich voll aus der Atmosphäre. Genauso wie das Quicktime Event. I woke up happy. I slept better than I had in years. It was finally done. I was fixed. I got out of my bed. My body ached and my head was on fire. The light was blinding. And when I looked up to the mirror, my stomach turned.
Ja, was erwartest du denn? Was erwartest du, was du da jetzt siehst? Irgendwas, was dir gefällt? Ja, sieht nicht so symmetrisch aus. Bockt nicht so, ne? Only then had I realized what I'd done to myself and I couldn't believe it. There was a hole in the left side of my face, but not the right. I wasn't balanced again. Genau was ich sagte. Genau was ich sagte. Nimm den Löffel und die Schere. Ist denn das fix? Hast du schon mal beim Glasauge nachgedacht? Deckung! Sie schießt Glasaugen! Was ist das? Ich sehe so schlecht. Und da heißt das, auf den zweiten sieht man besser. So ein Blödsinn. Ihr seht es ja gerade selber. Einen Scheiß sieht man auf dem zweiten. Ah, da unten liegt's noch. In der Blutpfütze von gestern. Das stört dich auch null mit deinem Tick hier, oder was? Es fing so gut an. Ah, da. Das ist kein Lichtfleck, das ist der Löffel. Nimm ihn den Löffel. Gib ihn ab, den Löffel. Muss ich das jetzt auch wieder mit dem Quicktime-Event hier managen? Much harder digging out the second eye. My hands were shaking, but when I dug the spoon in, I was several times puncturing my pupil. Three times before I got it in the right place. Once the eye popped out, I reached for my scissors to finish the job. The blood from the previous night had dried on the blades, so the scissors didn't cut very well. Oh Mann, das ist aber doch schön. Also natürlich ist das übel hier, ey. Was denn, wenn ich die verkacke? Oh nein. Projects? Did you ever try to cut too many pieces at once, but the scissors couldn't take it? That's what happened with my eye. The optic nerve was pinned between the two blades. It was stuck, and as I tried desperately and frantically to make it unstuck. Aber die Vorstellung ist schon übel. I slipped on the blood and I started falling to the floor. Reflexes kicked in and I let go of my eye to try and break my fall with my hand. The weight of the stuck scissors in my hanging eye was unbearable. I knew I couldn't stand it long quick enough to make it to the kitchen to get a knife, so I pulled. Soll ich jetzt? I pulled it straight out of my hand. I felt the flesh tear from inside my skull. I felt it rip and spew liquids everywhere. I knew I was crying, but there was no damning the tears from the blood or the ocular fluid. When I heard the wet slap of bloody flesh against the tile floor, I knew I was done. I knew it was done.
I could live my life now without having to see people's awful, messy, uneven lives. The relief washed over me, and I knew it wouldn't last this time. I had never felt this way before. Never had this much hope. As I laid in that cold, wet, sticky tile, I smiled for the first time in years. Symmetrie. Und jetzt diese Mucke, Alter. Finde ich nicht so passend. Sie hätten das Spiel einfach ausgehen lassen sollen an der Stelle oder so. Das reißt dann jetzt wieder so ein bisschen raus. Ja. Trotz alledem irgendwie eine krasse Experience, Leute. Das Spiel hatte, wie gesagt, so ein, zwei kleine Logikfehler meines Erachtens nach. Also erstmal, dass man die Hütte gar nicht komplett aufräumen musste, dass der Tick gar nicht so groß war, wie sie es hinstellte. Und klar, jetzt bei so psychisch gestörten Menschen kann man sich jetzt drüber streiten, ob die jetzt doch so viel logischen Menschenverstand haben, dass sie sagen, hey, ich finde das blöd so mit meinen Augen, ich setze mir in das eine farbige Kontaktlinse rein. Vielleicht gab es sie da auch noch nicht, aber Glasaugen gibt es schon länger. Auf jeden Fall. Da hätte man ja drüber nachdenken können. Ein Auge raus, Glasauge rein. Hat sie aber nicht getan. Sie hat sich lieber eigenmächtig beide Augen aus dem Schädel geschnitten, was auch nicht so gut geklappt hat. Vor allem beim zweiten nicht. Das war schon eine harte Szene und ich hätte das jetzt auch nicht alles sehen müssen. Das hat so schon gereicht mit den Geräuschen, mit der Erzählung dazu und alles. Ja, starkes Spiel irgendwo, kann man nichts gegen sagen. Ich fand die Idee sehr gut. Man hätte es noch ein bisschen besser machen, hätte Fahrradkette. Ne? Man kann immer was zu meckern finden, aber das hier ist ein gratis Spiel. Dafür ist das Ganze wieder super krass gewesen. Ich fand es nicht ganz so gut wie Rod. Rod war etwas runder. Aber nah dran. Doch. Doch, auf jeden Fall. Leute, müsst ihr jetzt erstmal das Spiel verdauen? War das zu viel? Oder geht da noch was? Nein, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.